48. Ministerrat. Herr Bundeskanzler, bitte. Grüß Gott, sehr geehrte Damen und Herren. Ich darf Sie ganz herzlich zum Pressefoyer gemeinsam mit dem Vizekanzler und unseren beiden Bundesministern begrüßen und darf zunächst mit einer erfreulichen Nachricht beginnen. Sie wissen, wir haben eine positive wirtschaftliche und vor allem auch eine positive Entwicklung am Arbeitsmarkt. Die Arbeitsmarktlage hat sich weiter verbessert mit 8% weniger Arbeitslosen im Februar und im Vergleich zum Vorjahr einem Minus von knapp 6%. Wir sind froh über diese positive Entwicklung, nachdem es eines der ganz großen Ziele dieser Bundesregierung ist, ja, dass Menschen Arbeit haben, auch Arbeit haben, von der sie leben können, einen Beitrag in unserer Gesellschaft leisten und auch ein selbstbestimmtes Leben gewährleistet ist. Ich bin froh über diese sehr, sehr positive Entwicklung. Wir dürfen Ihnen darüber hinaus bekannt geben, dass wir heute das Konzept des Ethikunterrichts beschlossen haben. Es ist ein Thema, das seit Jahrzehnten in Österreich diskutiert wird. Ich kann mich noch gut erinnern, als ich Schüler war, ist diese Diskussion geführt worden. Als ich begonnen habe, mich politisch in der jungen ÖVP zu engagieren, war das eine Forderung, ein Thema, das immer wieder diskutiert wurde. Und es war nicht zum ersten Mal, denn die Debatte gibt es in Österreich jetzt seit rund 30 Jahren. Und ich bin froh, dass wir als Regierung jetzt hier in die Umsetzung kommen. Nach langem Reden der letzten 30 Jahre sind wir sehr rasch ins Tun gekommen. Minister Fassmann hat hier die notwendigen Vorbereitungsarbeiten gesetzt. Und ich darf mich bedanken beim Vizekanzler, dass wir gemeinsam mit dem Bildungsminister jetzt sehr schnell den Ethikunterricht auf den Weg bringen konnten. Ab dem Jahr 2020 wird es einen verpflichtenden Ethikunterricht für alle Schülerinnen und Schüler geben, die nicht am Religionsunterricht teilnehmen. Das beginnt zunächst in der Oberstufe, wird dann aber auch für andere Schulstufen ausgerollt. Wir halten es für sinnvoll, dass es für diejenigen gilt, die nicht am Religionsunterricht teilnehmen, weil ja im Religionsunterricht auch Moral, Ethik thematisiert wird und natürlich auch Moral und ethische Fragen behandelt werden. Was aber unser Ziel ist, ist sicherzustellen, dass jeder, auch diejenigen, die nicht am Religionsunterricht teilnehmen, sich mit moralischen und ethischen Fragen in der Schule auseinandersetzt, dass jeder einen Überblick, so wie im Religionsunterricht auch, über die Weltreligionen bekommt, damit umgehen lernt, dass es Menschen gibt, die an Gott glauben, andere, die nicht an Gott glauben, was die unterschiedlichen Religionen glauben. Ich glaube, das ist einfach eine wichtige Auseinandersetzung, die in der Schule stattfinden sollte, die nicht irgendwo im Hinterhof stattfinden sollte, sondern in der Schule, auch unter öffentlicher Aufsicht und vor allem für alle jungen Menschen, gerade in einer immer vielfältiger und pluraler werdenden Gesellschaft. Wir dürfen Sie darüber hinaus heute zu einigen Themen der Sicherheit informieren. Ich darf vielleicht beginnen mit dem Thema der Sicherungshaft. Ich möchte mich hier beim Innen- und beim Justizminister für die geleistete Arbeit bedanken. Wir haben hier sehr viel Vorarbeit in den beiden Ministerien erlebt, haben heute gemeinsam mit dem Vizekanzler, den beiden Ministern und der Staatssekretärin Edtstadler noch einmal eine Runde gehabt, wo wir uns endgültig als Bundesregierung dazu abgestimmt haben. Wir haben uns auf die Eckpfeiler geeinigt und sind jetzt auch bereit, die Verhandlungen mit der Opposition aufzunehmen. Unsere Group-Obleute der FPÖ und der Volkspartei werden noch heute an die Oppositionsparteien herantreten und zu Gesprächen einladen. Klar ist für uns, dass wir die Sicherungshaft für gefährliche Asylwerber in Österreich möglich machen wollen, mit richterlicher Genehmigung und natürlich nur im Einklang mit unseren Gesetzen und auch den Menschenrechten und dem Europarecht. Was wir ablehnen, sind die Vorstöße, die es von Teilen der Sozialdemokratie gegeben hat, Landeshauptmann Doskozil und auch Ludwig, weil das unserer Rechtsauffassung nach gegen die Menschenrechtskonvention verstoßen würde und auch für uns auch darüber hinaus keinen Sinn macht und wir diese Vorschläge als zu weitgehend einstufen. Wir hoffen, dass es hier Unterstützung der Opposition gibt, um Österreich hier wieder einen kleinen Schritt sicherer zu machen, auch um zu gewährleisten, dass Fälle ähnlich wie in Dornbirn sich nicht wiederholen können. Und ich möchte noch einmal darauf hinweisen, weil es eine sehr hitzige Debatte ja auch in den Medien dazu gegeben hat, dass es ja natürlich ein sehr sensibles Thema ist,
Aber das, was wir hier vorlegen und vorschlagen einzuführen, das gibt es mittlerweile schon in 15 europäischen Staaten, in 15 Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Das sollte Ihnen also auch zeigen, dass es etwas ist, was nicht nur mit europäischem Recht einhergeht und in Einklang ist, sondern eigentlich auch in vielen Staaten der Europäischen Union üblich ist. Letzter Punkt, auch zum Thema der Sicherheit, das Konsulargesetz. Sie kennen es, ich kenne es noch sehr gut aus meiner Zeit als Außenminister. Ein Gesetz, das gedacht ist, Österreicherinnen und Österreicher zu unterstützen, die im Ausland in Not geraten, die unsere Unterstützung auch verdienen. Und wir werden hier eine Adaptierung vornehmen, nämlich dass es in Zukunft keine Hilfe für Menschen gibt, die sich terroristischen Organisationen anschließen. Ich glaube, wer Österreich verlässt, um anderswo in der Welt zu morden, zu foltern oder gegen religiöse Minderheiten und Andersdenkende vorzugehen, der hat keinen Anspruch auf die Hilfe Österreichs. Das war der Versuch eines Überblicks über die Themen, die wir heute im Ministerrat behandelt haben. Und ich darf an den Vizekanzler übergeben. Ja, sehr geehrter Herr Bundeskanzler, meine sehr geehrten Damen und Herren, wie auch gestern bereits im Rahmen einer Pressekonferenz einer Favoriten der Schule und heute eben auch im Ministerrat sozusagen noch einmal bekräftigt, haben wir im Bereich des Ethikunterrichts jetzt eine klare Position auch sichergestellt, in Umsetzung kommt. Und ja, Bildung und Ausbildung für die Jugend ist uns besonders wichtig. Und seit Jahren haben wir hier das Thema ja auf den Tisch, dass es natürlich Konfessionen gibt, auch Religionsunterricht gibt und dass viele Kinder und Schüler auch diesen Unterricht wahrnehmen, aber manche sich auch abmelden von diesem Religionsunterricht, manche auch keiner Konfession angehören. Und es ist daher gut und richtig, dass wir gerade jene Fälle, die sich abgemeldet haben vom Religionsunterricht, die keiner Konfession angehören, den Ethikunterricht möglich machen. Und ich glaube, dass das ein wichtiger Punkt ist, ganz bewusst in der Unterscheidung zur Forderung der Opposition, die ja den Ethikunterricht für alle will. Nein, das ist keine gute Lösung, denn das würde bedeuten, dass es ein zusätzliches Unterrichtsfach benötigen würde. Und ich glaube, da haben wir schon zu viele Fächer. Da sollte man eher überlegen, wie man vielleicht das eine oder andere ausräumen kann und nicht weitere Fächer sozusagen hinzunehmen. Und das Konkordat, wie Sie wissen, verpflichtet uns ja auch zum Religionsunterricht. Und so gesehen ist es eine gute Ergänzung für diesen Bereich, wenn es darum geht, Moral, aber auch Sittenbilder, vor allen Dingen auch das Zusammenleben in der Gemeinschaft und vor allen Dingen auch die Behandlung aller Religionen in diesem Ethikunterricht auch sicherzustellen, in der Entwicklung auch der jungen Menschen, die wir eben, wie gesagt, in einem beschränkten Bereich ausrollen werden, aber dafür dann auch in die Grundschule sozusagen versuchen auszuweiten. Darüber hinaus, ja, ist das Thema der Sicherungshaft heute natürlich im Gipfel vor dem Ministerrat ein wesentliches Thema gewesen, wo wir uns, geeinigt haben auf eine ganz konkrete Vorgangsweise, auch auf ein Verhandlungsangebot an die Opposition zur Einführung der Sicherungshaft. Und ja, die Ausgangslage ist jene, dass es natürlich immer wieder drastische und auch dramatische Fälle in der Vergangenheit gegeben hat und wir da auch, vor möglicherweise bevorstehenden Bedrohungen auch stehen und uns befinden. Und daher ist ein Handlungsbedarf gegeben und es wäre fahrlässig, hier untätig zu bleiben. Und die Sicherungshaft ist eben ein Instrument, um die vorhandenen Sicherheitslücken zwischen den bestehenden Haftmöglichkeiten eben zu schließen. Und die Aufnahmerichtlinie der Europäischen Union ermöglicht uns eben, wie gesagt, hier diese konkreten weiteren Maßnahmen, um eben Fälle ähnlich wie in Dornbirn in Zukunft eben zu verhindern. Und da schöpfen wir die rechtlichen Möglichkeiten aus, natürlich im Einklang mit der Europäischen Menschenrechtskonvention und natürlich im Einklang mit den Europäischen Unionsrichtlinien. Und wie der Bundeskanzler zu Recht gesagt hat, sind wir da nicht ein Einzelfall, wenn es um diesen Vorstoß geht, sondern es gibt 15 europäische Unionsländer, die genau in diesem Bereich diese Möglichkeit auch sichergestellt haben. Und wir haben uns da auf die konkreten Rahmenbedingungen heute geeinigt und laden natürlich jetzt die Opposition ein, wo die Klubobleute auch in Verhandlungen treten werden, um die notwendigen gesetzlichen Anpassungen sicherzustellen. Und wenn es um die Anpassungen und Kriterien geht, werden ja dann noch der Innenminister und der Justizminister die entsprechenden Ergänzungen treffen. Darüber hinaus, ja, das Konsulargesetz, ein ganz wesentlicher und wichtiger Bereich auch. Das neue Konsulargesetz schafft die Möglichkeit, die Rückholung
von Menschen abzulehnen, von denen eine Gefahr für die öffentliche Ordnung und Sicherheit oder die Gesundheit der Bevölkerung unseres Landes ausgeht. Und bei der Beurteilung, ob solch eine Gefahr vorliegt, sind natürlich auch Sachverhalte zu berücksichtigen, die sich auf die Zeit nach Beendigung des konsularischen Schutzes beziehen. Und da ist natürlich die Verhältnismäßigkeit zu beachten. Und zur Gefahrenbeurteilung können die Konsularbehörden Stellungnahmen der zuständigen Inlandsbehörden einholen. Menschen, die sich zum Beispiel Terrororganisationen angeschlossen haben und die Grundwerte der österreichischen Gesellschaft ablehnen, haben keinen Anspruch auf die Hilfe Österreichs. Und da sagen wir auch, da wollen wir auch keine Hilfe leisten. Ganz kurz vielleicht in Ergänzung, ist in den letzten Tagen ein Thema, nämlich der Dopingmissbrauch bei Sportlern. Die staatlichen Ermittlungsbehörden haben sehr, sehr gute Arbeit geleistet, um einen international agierenden Drogenring aufzudecken. Und auch die NADA Austria hat im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten hier gezeigt, wie wichtig und wie exzellent diese Einrichtung arbeitet. Die NADA Austria hat ja hier maßgeblich unterstützend auch mitgewirkt an der Aufklärung, nämlich seit geraumer Zeit. Und da sind wir stolz darauf, diese Anti-Doping-Behörde in Österreich zu haben, die ja meinem Ressort auch angehört und wo wir letztlich auch mit 2,2 Millionen Euro in den Bereich Prävention und auch Forschung investieren. Und da würde ich mir wünschen, wenn andere europäische Länder solche Anti-Doping-Behörden mit entsprechenden Testlabors auch hätten. Wir haben das und es bewährt sich auch dieses System und ich verwehre mich grundsätzlich gegen jeden Generalverdacht, der derzeit gegen alle unsere Sportlerinnen und Sportler ausgesprochen wird. Und für Pauschalverdächtigungen stehe ich nicht zur Verfügung. Aber was stattfinden muss, ist restlose Aufklärung. Und genau die findet auch statt. Und das österreichische Anti-Doping-Bundesgesetz zählt auch weltweit zu den strengsten Gesetzen und ist eine ausgezeichnete Grundlage eben für einen ehrlichen und fairen Wettkampf und für einen sauberen Sport. Und genau diesmal greift jetzt erstmals auch dieses Gesetz, das vor einigen Jahren beschlossen worden ist. Denn Sie erinnern sich, wir hatten ja da eine Affäre auch rund um den Herrn Kohl. Damals hat sich das Parlament auch zusammengesetzt und hier eine gute gesetzliche Regelung auch beschlossen. Und viele Länder haben leider gar keine entsprechenden Gesetze im Vergleich zu Österreich und können derartige betrügerische Machenschaften gar nicht aufdecken und haben auch gar keine strafrechtliche Konsequenz, wie wir sie haben. Und ich sage, da sollte man auch in der Europäischen Union sich an uns ein Beispiel nehmen. In Österreich ist Doping eben kein Kavaliersdelikt. Und es gibt alle ausreichenden Instrumentarien, Dopingmissbrauch auch konsequent zu bekämpfen und die entsprechenden Strafen auch sicherzustellen. Und das Strafgesetzbuch qualifiziert Doping ganz klar als Sportbetrug und es droht da bis zu 3 Jahre Haft, bei schwerem Betrug sogar bis zu 10 Jahre. Und das Anti-Doping-Bundesgesetz zielt vorwiegend auf die Hintermänner des Dopings ab und bestraft den Besitz, den Handel oder die Weitergabe von Doping mit bis zu 5 Jahren Haft. Und für jene, die hier Dopingmissbrauch als Sportler leben und damit ein schlechtes Licht auch auf den Sport insgesamt werfen, droht auch Haft bis zu 3 Jahren. Und das wird jetzt erstmals auch am Ende der Ermittlungen, wenn es dann auch zu Anklagen kommt, entsprechend greifen. Und ich sage klar und deutlich, für mich hat Doping keinen Platz im Sport. Daher unterstützen wir auch als Sportministerium die NADA beim Schutz der ehrlichen und fairen Sportler. Und natürlich hat hier die volle Aufklärung zu passieren. Und genau da sind wir guter Dinge, dass das auch relativ rasch der Fall sein wird. Vielen Dank, Herr Vizekanzler. Bundesminister Moser, bitte. Ja, sehr geehrter Herr Bundeskanzler, meine sehr geehrten Damen und Herren, es ist schon von Herrn Bundeskanzler und Herrn Vizekanzler ausgeführt worden, dass also tatsächlich eine Sicherungshaft eingeführt werden soll, und zwar deshalb, um eben die Sicherheit der Bevölkerung in höchstmöglichem Ausmaß zu gewährleisten. In dem Zusammenhang haben wir natürlich ein Spannungsfeld, auf der anderen Seite Sicherheit der Bevölkerung und auf der anderen Seite natürlich auch die Grund- und Freiheitsrechte, wobei sich diese beiden Teile nicht ausschließen, sondern ein Verhältnis geschaffen werden muss, dass also tatsächlich jedem die Möglichkeit bietet, vor Willkür in dem Fall eben abgehalten zu sein, beziehungsweise damit konfrontiert zu sein, beziehungsweise auch, dass eben wir seitens des Staates die Sicherheit im höchstmöglichen Ausmaß gewährleistet ist.
Es führt dazu, wenn man eine diesbezügliche Maßnahmen trifft und natürlich das höchste Gut eingreift, nämlich die Freiheit, da geht es dabei darum, mit besonderer Sensibilität da vorzugehen und dann zu schauen, wo, in welchen Bereichen ist eben ein Eingriff in die persönliche Freiheit möglich und wo ist es gerechtfertigt in dem Zusammenhang. Und da bildet natürlich in dem gerade der Artikel 5 der Menschenrechtskonvention eine Handhabe, der eben vorsieht, dass man sehr wohl in dem Bereich der Menschenrechte eben Präventivhaft, Untersuchungshaft oder Auslieferungshaft oder Ausweisungshaft vorsehen kann, aber das nur unter konkreten, klaren Bedingungen, wie beispielsweise ein klares Verfahren, klare Haftgründe und gleichzeitig auch, dass die Willkür ausgeschlossen ist. Gleichzeitig haben wir in Österreich in dem Fall auch das Bundesgesetz zum Schutz der persönlichen Freiheit, das natürlich auch regelt in dem Fall, wann in dem eine Haft vorgenommen werden kann, wann die Freiheit beschränkt werden kann, betrifft sich insbesondere in dem Zusammenhang, wenn eben zur Sicherung des Ausweisungs- und Auslieferungsverfahrens eben Maßnahmen angedacht sind. In dem Zusammenhang, den wir haben, um eben die Sicherheit zu gewährleisten, sind Maßnahmen möglich. Und da komme ich in dem Fall zur Aufnahmerichtlinie. Nämlich dann, wenn eben die öffentliche Ordnung oder gleichzeitig die öffentliche Sicherheit gefährdet ist. In dem Fall ist es möglich, zu inhaftieren bzw. freiheitsbeschränkende Maßnahmen zu setzen. Aber auch wiederum, wenn das verhältnismäßig ist, wenn das eine Einzelfallprüfung vorgesehen ist. Das war eine Grundlage für unsere Beratung und unsere Bemühungen. Und gleichzeitig, um eben in keinster Weise Maßnahmen zu setzen, in Richtung Willkür gehen, in dem Fall Maßnahmen sind, die nicht nachvollziehbar sind, wo falls der Rechtsschutz abgeschnitten wird, wurde nur in meiner Punktation vorgesehen, dass insbesondere eine Sicherungshaft nur dann verhängt werden kann, wenn Kriterium eine tatsächliche, gegenwärtig und hinreichende, erhebliche Gefahr für die öffentliche Ordnung oder für den Schutz der nationalen Sicherheit gegeben ist. Das ist der erste Punkt. Das heißt, konkret, es muss erheblich sein und es muss ernsthaft sein, es muss eine unmittelbare Gefahr bestehen. Der zweite Punkt, dass auch eine Verhältnismäßigkeit gegeben ist. Das heißt, dass nicht gelindere Mittel ausreichen, wie beispielsweise eine Gefährderansprache auf der einen Seite oder Meldepflichten auf der anderen Seite und dergleichen. Nur dann, als letzte Maßnahme, darf die Sicherungshaft greifen. Entscheidend ist, dass man nicht generell eine Haft verordnet, sondern es erfordert in dem Zusammenhang eine umfassende Einzelfallprüfung. Das heißt, der jeweilige Einzelfall ist zu beurteilen und gleichzeitig auch ein Aspekt, dass in dem Fall auch, wenn eine Sicherungshaft verhängt wird, der kürzestmögliche Zeitraum dafür in Anspruch genommen wird. Wie sichern wir das in dem Zusammenhang? Und da haben wir aus allen Haftmöglichkeiten, die wir haben, in dem Fall von der Untersuchungshaft, von der Schubhaft, von der gleichzeitig jetzt auch von der Festnahmemöglichkeit, die es im Sicherheitspolizeigesetz gibt, oder auch vom Unterbringungsgesetz, jene Maßnahmen genommen, die sicherstellen, dass gerade in dem Fall sichergestellt wird, dass die Haft in kürzestmöglichen Ausmaß durchgeführt wird. Was heißt das? Es wird eben jemand festgenommen, weil eben eine Gefährdung vorliegend ist, nämlich eine Gefährdung, die tatsächlich, gegenwärtig und hinreichend ist. Das ist der erste Punkt. Innerhalb von 48 Stunden hat ein Richter des Bundesverwaltungsgerichtes darüber zu entscheiden, ob in dem Fall tatsächlich die Haftgründe vorliegend sind und ob gleichzeitig auch die Haft verlängert werden soll, innerhalb von 48 Stunden. Innerhalb von 2 Wochen ist gleichzeitig wiederum endgültig wiederum vom Richter zu entscheiden, ob in dem Zusammenhang nach wie vor die Haftgründe vorliegend sind. Und es sind insbesondere nicht nur die Rechtmäßigkeit zu beurteilen, sondern gleichzeitig auch inklusive komplementäre Maßnahmen vorzuschlagen, beispielsweise in dem Zusammenhang ein Vollzugsplan oder eine Deradikalisierung. Nicht, dass man jemanden nur in Sicherungshaft nimmt und dem Wort, der bleibt in Sicherungshaft, sondern dass man auch mit ihm arbeitet, wenn eine Radikalisierung da ist, wenn eine unmittelbare Gefährdung da ist, um das wegzubekommen, damit er möglichst rasch wieder in Freiheit gesetzt werden kann. Also auch eine Maßnahme, die Sie nicht bei der Untersuchungshaft finden, die Sie bei sonst keiner Haft finden, die finden Sie beispielsweise nur bei der Unterbringung, wo eben psychisch kranke Personen in dem Fall eine Gefahr darstellen. Und diese Maßnahme haben wir auch übernommen für die Sicherungshaft. Und darüber hinaus erfolgt auch amtswegig jedes Monat eine Überprüfung durch das Gericht, ob die Voraussetzungen noch gegeben sind. Längste Dauer in dem Fall der Sicherungshaft von 6 Monaten. Sie sehen also, dass wir in dem Zusammenhang mit der derzeitigen Punktation sehr sorgsam damit umgegangen sind, dass wir Regelungen getroffen haben, die eben sehr wohl ein Verfahren eben vorsehen, dass er in kurzen Abfolgen immer die Rechtmäßigkeit prüft und gleichzeitig überprüft,
aber in keinster Weise unrechtmäßig in die Freiheit eingegriffen wurde. Und gleichzeitig möchte ich erwähnen, dass der Vorschlag, der vorliegend ist, es hat der Bundeskanzler schon angesprochen, es gibt Sicherungshaft in 15 Ländern, aber diese Maßnahme, die wir haben, ist eine sehr verhältnismäßige und eine sehr Soft-Variante, die darstellbar ist, immer wieder in der Abwägung zum einen Sicherheit der Bevölkerung, die wir zu gewährleisten haben, und unter anderem, was in dem Fall nicht zu vermeiden ist, ein Eingriff in die Freiheitsrechte, in die Persönlichkeitsrechte, das aber verhältnismäßig und in möglichst geringem Ausmaß. Das heißt, es ist eine Maßnahme, die tragbar ist, es ist eine Maßnahme, die notwendig ist, und es geht jetzt darum, mit der Opposition darüber zu diskutieren, ob im Hinblick auf die Änderung des Bundesgesetzes zum Schutz der persönlichen Freiheit die nötige Zweidrittelmehrheit eben zustande kommen kann, damit also tatsächlich diese Maßnahme in Kraft treten kann. Herzlichen Dank. Danke, Herr Bundesminister. Bundesminister Kickl. Ja, danke schön. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich möchte so sagen, heute ist ein guter Tag für die Sicherheit der österreichischen Bevölkerung. Und es ist ein wenig guter Tag für diejenigen, die vielleicht als tickende Zeitbomben ein Schutzsystem, das wir auf verschiedenen Ebenen etabliert haben, ausnutzen möchten, um ihre kriminellen Energien dann sozusagen ungehemmt ausleben zu können. Ich freue mich so gesehen über beide Ergebnisse, die wir heute erzielt haben. Es ist schon angesprochen worden, eine Neuregelung im Zusammenhang mit dem konsularischen Schutz. Selbstverständlich, das ist ja eine unbestrittene Errungenschaft, dass der konsularische Schutz den österreichischen Staatsbürgerinnen und Staatsbürgern in Notsituationen, in schwierigen Situationen gewährt wird. Aber ich glaube, dass es auch angebracht ist und höchst an der Zeit ist, auch das den Gegebenheiten anzupassen, damit wir nicht mit einer Situation konfrontiert sind, dass wir IS-Terroristen dann vielleicht auch noch dabei unterstützen müssen, ihren Weg nach Österreich zurückzufinden. Ich glaube, das kann man niemandem erklären, dass man da dann auch die Hebel in Bewegung setzt, um sich diese tickenden Zeitbomben ins eigene Land zurückzuholen. Man vergisst nämlich sehr schnell, das ist auf der einen Seite gut, auf der anderen Seite ist das manchmal auch eine gewisse Gefahr, die darin liegt, mit welchen Leuten wir es hier zu tun haben. Wir haben vielleicht schon vergessen, die Bilder, die da präsentiert wurden, als der Islamische Staat noch in der Vorwärtsbewegung gewesen ist und als man sich gebrüstet hat, nicht nur sehr, sehr konsequent beim Kopfabschneiden in Richtung Ungläubiger aktiv zu sein, sondern dass man sich auch dafür gebrüstet hat, dass man auch beim Vollstrecken von Todesstrafen innerhalb des eigenen Bereichs sozusagen sehr, sehr konsequent gewesen ist und dass man besonders erbarmungslos und rücksichtslos mit den Gegnern umgegangen ist. Also das ist das Publikum, mit dem wir es hier zu tun haben. Und ich glaube, hier ist es tatsächlich angebracht, eine entsprechende Änderung durchzuführen, die uns nicht dazu verpflichtet, in Zukunft für diese Leute sozusagen auch den österreichischen konsularischen Schutz zu gewähren. Die zweite Komponente, schon angesprochen, ist die Sicherungshaft. Ich denke, dass wir mit den vorgeschlagenen Regelungen zur Sicherungshaft einfach eine rechtliche Lücke schließen, eine rechtliche Lücke, die im Fall Dornbirn bedauerlicherweise, tragischerweise ein Menschenleben gekostet hat. Und ich möchte die Gelegenheit heute hier auch dieser Pressestellungnahme nutzen, um wirklich dieses Beamtenbashing, das da von Seiten der einen oder anderen Oppositionspartei in unschöner Regelmäßigkeit betrieben wird, entschieden zurückzuweisen. Denn es gibt im Fall von Vorarlberg kein Behördenversagen. Die Dinge liegen auf der Hand und ich möchte mir gar nicht ausmalen, was passiert wäre, wenn irgendjemand gegen die jetzt bestehenden aktuellen Regelungen in Vorarlberg irgendjemand hinter schwedische Gardinen gesetzt hätte. Dann hätte es einen Aufschrei gegeben, denn dann wäre es im Widerspruch zu den rechtsstaatlichen Prinzipien gestanden. Was wir also tun oder was ich getan habe, unmittelbar nach diesen Ereignissen eine Analyse in Auftrag gegeben und auf Basis dieser Analyse hat sich gezeigt, dass wir hier keine Möglichkeiten hatten, weil die Schubhaft nicht greift und die U-Haft nicht greift und das, was jetzt vorliegt, ist quasi der Lückenschluss, um wieder hier einen Beitrag zur Sicherheit der österreichischen Bevölkerung zu leisten. Wenn Sie so wollen, kann man das Ganze unter das Motto stellen, Sicherungshaft für Gefährder statt Sicherheit vor Haft für Gefährder. Ich glaube, dass das der vernünftigere Zugang ist und ich freue mich, dass wir hier auch eine gemeinsame Regelung gefunden haben. Die wesentlichen Dinge sind angesprochen worden. Wir reden von einer Änderung in der Verfassung, konkret was das Personenfreizügigkeitsgesetz betrifft, in Anwendung einer entsprechenden EU-Richtlinie, konkreter Aufnahmerichtlinie. Das ist ein wesentlicher Punkt und das bedeutet nun einmal auch eine Einschränkung auf den Kreis der Asylwerber. Und hier muss ich meine zweite Kritik anbringen in Richtung bestimmter
sehr, sehr lauter Stimmen der Opposition, die glauben, dass das eine Diskriminierung wäre. Das ist Unsinn. Zu diesem Ergebnis, dass das eine Diskriminierung wäre, kann man nur kommen, wenn man einen sehr, sehr naiven oder eine sehr, sehr naive Interpretation des Gleichheitsgrundsatzes an den Tag legt. Es ist eine sensible Materie, deswegen ist uns auch von Anfang an klar gewesen, dass alle Regelungen, die wir hier treffen, selbstverständlich absolut menschenrechtskonform sein müssen. Wir haben aber immer auch darauf verwiesen, dass wir hier keine Exoten sind, keine Vorreiter bei dieser Sache, sondern dass wir in sehr, sehr guter Gesellschaft auf europäischer Ebene sind. Denn die anderen Staaten, die dieses System eingeführt haben, sind alle wohlgelittene Mitglieder der Europäischen Union. Wir haben uns heute auch darauf verständigt, dass es die Behörde ist, nämlich in diesem Fall das BFA, das die entsprechende Festnahme veranlassen wird und dann in einem zweiten Schritt binnen einer Frist von 48 Stunden eine entsprechende richterliche Kontrolle durchgeführt wird. Ich glaube, dass das auch sinnvoll ist, weil es auch der gängigen Praxis in anderen Bereichen entspricht. Und ich denke, dass gerade im Bereich des BFA, das ja eine sehr, sehr lange Erfahrung im Bereich etwa auch der Schubhaft hat, das ist nicht eine jahrelange Erfahrung, sondern eine jahrzehntelange Erfahrung, die man dort aufgebaut hat, aber dass also dort der richtige Sachverstand und Fachverstand auch beheimatet ist, um diese Dinge entsprechend auf den Weg zu bringen. Ich möchte mich auf jeden Fall bei meinen Beamten im Haus auch bedanken für das hohe Maß an Tempo und für die zielgerichtete Vorgangsweise in der Umsetzung dieser so wichtigen Sicherheitsmaßnahme. Jetzt wird es darum gehen, die entsprechenden Gesetzestexte zu formulieren, zum einen im Bereich der Verfassung, zum zweiten aber in den entsprechenden Passagen des fremden Polizeigesetzes. Wir werden uns auch hier beeilen, sehr, sehr rasch die entsprechenden Vorschläge dann auch vorlegen zu können. Etwas möchte ich noch loswerden, weil immer wieder in der Öffentlichkeit behauptet wurde, dass diese Maßnahme der Einführung einer Sicherungshaft ein Angriff auf die Menschenrechte wäre oder ein Angriff auf die Rechtsstaatlichkeit. Ich sage das noch einmal, es ist genau das Gegenteil. Es ist eine Verteidigung der Rechtsstaatlichkeit und es ist eine Verteidigung der Menschenrechte. Und deswegen muss ich es auch zurückweisen, wenn mir ein Kommentator einer großformatigen Zeitung vorgeworfen hat, hier irgendwelchen Einsperrfantasien anzuhängen. Ich hänge hier überhaupt keinen Fantasien an, sondern das, was mich prägt, ist hier ein klares Bewusstsein, nämlich ein Pflichtbewusstsein dessen, was sich die österreichische Bevölkerung von mir erwartet. Und ich sage es Ihnen auch, was die Menschenrechte betrifft, geht es mir schlicht und ergreifend nur darum, dass wir auch die Komponente der Menschenrechte derer nicht vergessen, die als Opfer unter die Räder kommen. Dort gibt es nicht nur Tote, die dann überhaupt keine Menschenrechte mehr haben, sondern dort gibt es auch Leute, die in anderer Art und Weise zu Opfern werden. Diese Menschen haben ein berufliches Umfeld, ein familiäres Umfeld und für diese Menschen ist ab diesem Tag, wo sie Opfer einer solchen Straftat werden, nichts mehr so, wie es vorher gewesen ist. Und auch Sie werden nicht mehr die Gelegenheit haben, Ihre Menschenrechte in vollem Umfang auszukosten. Und mir geht es nur ums Gleichgewicht bei der Beurteilung sozusagen aller involvierten Seiten. Das ist meine Zugangsweise. Dazu bekenne ich mich auch und ich freue mich, dass wir jetzt gemeinsam auch mit dem Justizressort, gemeinsam mit dem Bundeskanzler und mit dem Vizekanzler hier ein Gesamtpaket zustande gebracht haben, wo ich davon überzeugt bin, dass jeder, der vernünftig an die Dinge herangeht und das nicht ideologisch tut, dem eigentlich seine Zustimmung geben sollte. Man muss nur mal mit den Menschen reden, was die Erwartungshaltung auch an die Politik in dieser Sache ist. Danke, Herr Bundesminister. Wir dürfen zu Ihren Fragen kommen. Bitte sehr. Grüß Gott, Tobias Pötzelsberger von der Zeit im Bild. Zwei Fragen aber zum selben Thema.